Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Vorstellungsvideo von mir. Dieses Mal geht es nicht direkt um ein, ja, Gaming-Produkt, sondern um, ich sag mal, ein Musikprodukt. Es geht um ein paar Kopfhörer. Und zwar, ich bin, glaube ich, einer der ersten Deutschen, die das auf YouTube reviewen, weil ich habe danach gesucht wie so ein Wilder und habe nur wenig gefunden, nur in Amerika so ein bisschen. Und ich werde auch direkt was zum Klang sagen, weil die meisten Videos, die ich gefunden habe, waren nur Unboxing und so, und das fand ich jetzt nicht so spannend. Um was geht es? Es geht um die Urban Raver AHD 400 von Denon. Dem einen oder anderen werden die vielleicht etwas sagen. Die Dinger kosten in Amerika ein Heidengeld. Die kosten in den USA $400 und in Deutschland kosten die 240, glaube ich, regulär. Ich habe mir die jetzt bei den Amazon Cyber Monday die jetzt einfach mal bestellt, weil mich das interessiert. Ja, sonst kaufe ich Kopfhörer gar nicht so einfach mal auf gut Glück hinaus, sage ich mal. Aber da ich die zurückschicken konnte, habe ich mir das mal ja geleistet. Und ich habe dafür bezahlt 130 Euro. Und ich werde die Kopfhörer zweimal bewerten. Das heißt, ich werde sie einmal bewerten, auch wenn es jetzt für euch uninteressant ist, aber trotzdem einmal zu dem Preis für 130 Euro und einmal zu dem Preis für 230 Euro. Die amerikanischen Preise lasse ich jetzt mal außer Acht. Wie gesagt, hier ist die Verpackung. Denon. Ja, alles sehr, sehr stylisch aufgezogen. Ist für iPod, iPhone, iPad und so weiter. Also, weil der kann nämlich iPod und so weiter steuern. Deswegen dafür. Funktioniert natürlich auch an anderen Geräten oder funktioniert eben die Steuerung nicht. Hier ist dann diese Denon-App, die man sich herunterladen kann, was man so kennt. An der Seite. Muss ich mal gucken. So. Denon Club, Urban Raver. Enhance your Denon Headphone, bla 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 bla. Hier sind die verschiedenen Apps auf den verschiedenen Endgeräten. Hier einmal. Könnt ihr einfach mal durchlesen selber, wenn ihr es lesen könnt. Ich weiß es nicht. Was da so bei ist. Und ich zähle jetzt einfach nur die allergrößte Besonderheit auf. Die allergrößte Besonderheit bei dem Kopfhörer ist, die hat einen integrierten Verstärker oder der hat einen integrierten Verstärker, der mit einem Akku aufgeladen wird. Der Akku hält ungefähr so, soll 8 bis 12 Stunden halten. Ich konnte es jetzt im Dauerbetrieb noch nicht ausprobieren, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Und das Ganze soll den Bass verstärken, das Gerät lauter machen und alles ein bisschen wuchtiger und besser klingen. Werde ich aber gleich zu kommen. Hier noch einmal die technischen Daten, die Spezifikationen. So, und hier nochmal an die Seite. Wie das Ganze funktioniert, was man drücken muss, damit man pausieren kann, up, down und so weiter. Ist am Anfang ein bisschen frickelig, aber wenn man sich die Befehle einmal ein bisschen verinnerlicht hat, geht das Ganze. Ist kein sonderlich großes Problem. Ich habe das Ganze eben auch schon ausgepackt. Ich habe es jetzt nur mal reingetan, damit ihr ja dieses Auspackgefühl habt. kommt in einer sehr, sehr hochwertigen Verpackung. Erwarte ich, ist hier schon offen, aber erwarte ich auch bei einem Kopfhörer in dem Preisbereich. Es gibt durchaus noch höherwertigere, aber dann schlagen die Dinger schon mit 500, 600 Euro zu Buche. Die Verpackung ist toll. Ist hier so ein bisschen mit, ja, Samt ausgekleidet. Den Kopfhörer lege ich jetzt erstmal kurz zur Seite. Den könnt ihr gleich sehen. Das kann man dann so schön hier rausnehmen. Und dann versteckt sich hier, das ist jetzt leer, da verstecken sich so Kabel. Da versteckt sich ein Micro-USB-Kabel drin. Das normale 3,5 mm Klinkenkabel. Zwar Anleitungen und so weiter. Also nichts Besonderes. Und dann haben wir hier noch eine Tasche, die habe ich vorhin ausgepackt gehabt. Auch nichts Besonderes, packe ich jetzt extra nochmal für euch aus. Ja, ist ganz nett, dass. Oh, da fällt mir direkt was raus. Entschuldigt bitte. So ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die nennt. Verdammt, aber egal, so ein Haken. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Und eben so eine Tasche, relativ robust. Ist ganz gut. Ich packe das mal kurz weg, weil das ja jetzt relativ uninteressant ist. Aber Verpackung ist auf jeden Fall einwandfrei. Kann man sich nicht beschweren. Kommen wir zum eigentlichen Kopfhörer. Das ist der eigentliche Kopfhörer. Wie ihr seht, glänzendes Plastik. Ach ja, mag dem einen gefallen, mag dem anderen nicht gefallen. Ich finde gerade so glänzendes Plastik sieht immer so ein bisschen billig aus. Und das ist der Kopfhörer ja bei weitem nicht. Aber das ist Geschmackssache. Verarbeitung ist gut, durchaus.
Der lässt sich ausschieben und was ich mal gut finde, ist, dass die Ratsche so schwer geht, also dass man wirklich das gut verstellen kann und dass es dann nicht so bei jedem leichten Ruck mal so wieder einrastet. Also das ist einwandfrei. Biegsamkeit ist auch okay, kann ich mich nicht beschweren. Die Polsterung hier oben könnte ein kleines bisschen dicker sein, aber kein Problem, ist okay. Die Ohrpolster oder die Ohrmuscheln lassen sich so ein bisschen bewegen, das ist ganz klar. Also, upsala, so kennt man das ja auch. Und hier an der Seite haben wir beide Knöpfe, will ich mal sagen. Wie ihr seht, die lassen sich drehen. Wenn ihr zum Beispiel hier, könnt ihr dann Lautstärke verändern. Das heißt, dreht ihr so, macht ihr lauter, dreht ihr so, macht ihr leiser. Das könnt ihr drücken. Ich denke mal, man hört das. Dann kann man zum Beispiel den Track pausieren und so weiter. Hier auf der anderen Seite kann man ebenfalls drücken. Und hier sind die Anschlüsse. Ein Micro-USB-Anschluss. Dann ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Den sieht man gerade nicht, aber da ist er. Da. Und jetzt die kleine Besonderheit. Passt auf. Das lädt man halt auf über diesen Micro-USB-Anschluss. Und hier kann man es anschalten. Tada. Und dann leuchten die Dinger. Hat so ein bisschen was von Disco-Feeling, ich weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, also man kann das Licht auch dämmen. Man kann es nicht ausmachen, es geht nur aus, wenn man dadurch, dass man, wenn das hier blau leuchtet, hat man sozusagen den Verstärker angeschaltet. Der verbraucht jetzt eben Akkuleistung. Und nur wenn man diesen ausschaltet, kann man den, geht auch das Licht automatisch mit aus. Und man kann die Kopfhörer natürlich auch im Passivbetrieb betreiben, das heißt, man kann den ausstellen, den Verstärker, dann sind die Kopfhörer eben leiser und klingen nicht so gut, bla bla bla. Auf den Klang gehe ich aber gleich ein. Ja, eins kann ich sagen, die Kopfhörer liegen zumindest bei mir sehr, sehr gut auf dem Kopf. Ich habe die mal so 3 Stunden aufgehabt, einfach mal so, um es auszuprobieren. Ich finde die sehr, sehr gemütlich, also wirklich, finde ich super. Die Polsterung ist dick, ich kann mich vom Tragekomfort her nicht beschweren. Um ganz ehrlich zu sein, ob ich die auf offener Straße tragen würde, ich glaube nicht. Also das ist, man merkt in Denon-Kopfhörer sind eigentlich im Grunde genommen keine schlechten Kopfhörer, ganz im Gegenteil. Die machen gerade auch im höherpreisigen Bereich echt gute Kopfhörer. Nur man merkt diesem Kopfhörer eben diesen, ich sag mal, ja, Mode, Wahn, Lifestyle-Kopfhörer-Kram und so, man merkt ihm das unglaublich stark an. Und jeder normale Mensch, der eben ein bisschen was mit Musik zu tun hat oder auch höherwertige Kopfhörer besitzt oder Musik macht oder was weiß ich, der weiß genau, wie diese Lifestyle-Kopfhörer klingen. Also ich rede davon wie diese Skull, ich weiß gar nicht, Skull irgendwas. Dann natürlich die Beats bei Dr. Dre, die klingen wie Scheiße. Tut mir leid an alle Leute, die das kaufen, aber naja, egal. Eben diese Lifestyle-Produkte, die klingen halt alle Mist. Und das erinnert dann doch sehr stark daran. Und ich muss sagen, ich komme damit so ein bisschen vor wie so ein Teletubby. Also ich würde die auf offener Straße nicht tragen, gebe ich ganz ehrlich zu. Die sind mir zu klobig und auch wenn diese Funktion zum Steuern des iPods ziemlich cool ist, was auch für mich ein ganz großer Pluspunkt ist, ist das doch, naja, ich weiß nicht, also ich würde die nicht aufhaben wollen und gerade dieses Leuchten, ich würde mir blöd vorkommen. Aber das ist natürlich persönliche Geschmackssache. Kann ich dem Kopfhörer jetzt nicht als Kritikpunkt anwerten. Was ich jedoch sagen kann, jetzt kommen wir zum Klang. Beginnen wir erstmal, wenn wir den Kopfhörer in einen Preisbereich klassifizieren, der 130 Euro beträgt. Der Kopfhörer ist ein sehr, 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 sehr basslastiger Kopfhörer. Ist Urban Raver, vor allem mit, also wenn ihr den passiv betreibt, ist der Bass okay. Wenn ihr den Amplifier anmacht, ist der Bass wirklich sehr, sehr stark. Also es gibt Leute, die denen gefällt das, gerade für elektronische Musik. Ich habe ein bisschen elektronische Musik damit gehört. Sehr gut, also finde ich wirklich klasse. Der Bass ist gut, meiner persönlichen Meinung nach schon ein bisschen zu stark, aber das ist halt persönliche Geschmackssache. Der Bass ist super, kann ich mich nicht darüber beschweren. Gut, hält leider nur, also laut Angabe 8 bis 12 Stunden, er soll wohl nur 6 halten, habe ich jetzt schon in vielen, vielen oder in ein paar Sachen gelesen in den amerikanischen HiFi-Foren. Betreibt man den im Passivmodus, ist der Bass relativ schwachbrüstig. Er ist okay, aber jetzt auch nicht so überragend. Also ich würde den Kopfhörer niemals im Passivmodus betreiben, weil er da unfassbar schlecht klingt. Der Rest des Kopfhörers, außer dem Bass, wir gehen noch immer vom 130 Euro Preisbereich aus, ist unterirdisch. Also ich habe einige Kopfhörer da, auch in dem Preisbereich, und der Kopfhörer versagt. Also das ist auch das, was ich in amerikanischen Reviews gelesen habe.
Viele haben gesagt, das ist der schlechteste Kopfhörer, den sie jemals auf dem Kopf hatten. So weit würde ich nicht gehen, aber vor allem was Mitten angeht und was Höhen angeht, sehr, 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 sehr schlecht ausdifferenziert, alles sehr verwaschen, unfassbar schlecht, also sehr undynamisch, sehr unausgewogen. Der Kopfhörer klingt nicht gut. Es gibt bei weitem bessere Kopfhörer für 130 €, die viel, 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 viel besser klingen. Natürlich ohne die Funktion, also ohne hier Bling, Bling, Schnick, Schnack und ohne iPod-Steuerung und so. Das muss euch klar sein, klar. Aber jetzt nur vom Klang her, wir reden nur vom Klang, ist es einer der schlechtesten Kopfhörer, die ich jemals hatte. In dem Preisbereich. Wir reden jetzt in dem Preisbereich. Ich würde den Kopfhörer so vom Klang her, also nur vom Klang her, in Bereich stecken von Kopfhörern für 50, 60 € ungefähr. Der Tragekomfort bei den 50 bis 60 € Kopfhörern ist natürlich jetzt vielleicht nicht ganz so gut, nicht oder bei den meisten nicht. Egal, wir reden jetzt nur vom Klang, also 50 bis 60 € würde ich ihn so einschätzen. Und sowohl für 130 € als auch für 230 € oder für lächerliche $400 ist der Kopfhörer viel, viel, viel zu teuer. Man merkt dem Kopfhörer eben diesen Lifestyle an. Ganz klar. Finde ich sehr schade, weil eigentlich Denon bekannt ist für relativ gute Produkte. Natürlich nicht alles, aber das ist normal. Jeder Kopfhörerhersteller oder jeder Hersteller hat auch schlechte Produkte. Und das gehört definitiv zu einem der schlechtesten Produkte. Egal wie schön ihr den Kopfhörer finden mögt, ich kann euch natürlich nicht davon abhalten, den Kopfhörer zu kaufen, keine Frage. Ist ganz klar. Aber ich würde gerade, weil der Kopfhörer jetzt wieder 230 € oder so kostet, also da gibt es bei weitem bessere Kopfhörer, die vielleicht nicht so stylisch aussehen, sag ich mal, also Geschmackssache wie gesagt, aber wenn ich 230 € für einen Kopfhörer ausgeben will, der irgendwie. Keine Ahnung, der für mobile Einsatzzwecke sein soll. Da gehe ich eher zu Beyerdynamic oder so. Nur um eine Marke zu nennen. Es gibt natürlich noch viele andere, aber gerade in dem Preisbereich machen die relativ gute mobile Kopfhörer. Da absolut durchgefallen. Schlechter Kopfhörer. Kauft ihn euch nicht. Und wer ihn sich kaufen will, kauft ihn zumindest irgendwo, wo ihr Probe hören könnt. Selbst für elektronische Musik finde ich, ist er nicht so gut geeignet. Natürlich. Für elektronische Musik nichts gegen elektronische Musik, aber bei elektronischer Musik merkt man das nicht so. Der ist ja auch ich sag mal, als Raver-Kopfhörer klassifiziert oder hat es im Namen stehen. Keine Frage. Durch den kräftigen Bass und so weiter merkt man das bei elektronischer Musik nicht so. Aber gerade wenn ihr irgendwelche Stücke habt mit Stimme oder Rock oder irgendwie sowas in der Art, das kann man sich nicht anhören. Wirklich, wirklich schlecht. Ich hoffe, die kleine Vorstellung hat euch gefallen. Zumindest habt ihr jetzt mal auch ein deutsches Review gesehen von dem Kopfhörer. Ich würde mich über einen netten Kommentar freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.